Wie schön. Für jedes Geschenk muss es einen Anlass geben. Was ist denn los, Winnie? Ich heiße Natalia Alexejewna. Aber der Zazen-Song hatte ich nie gesehen. Es wurde ohnehin entschieden. Da ist er, mein Bräutigam. Euer Erlaucht. Eure Majestät. Willkommen im Russland. Wie war Ihre Reise? Die Reise war wunderbar. Hai, mir понравилось Вильгельмина. Есть что-то в ней, что привлекает мужчин. Амалия холодна, Луиза мечтательна. Я не отказался бы 18 лет, чтобы мать мне выбирала красавицу-принцессу. И кого бы ты выбрал? 18 лет? Угу. Любую, главное, побыстрее. Да, есть что-то у Вильгельмина от меня в юности. Такое же любопытство и желание понравиться. И как же я хотела замуж. Luise, ich nehme an, Sie haben viel für die Poesie übrig. Ich vermute, Sie dichten. Von den poetischen Formen bevorzuge ich Sonetten und Stanzen. Sie bat eben um die Meinung von Johann Wolfgang von Goethe und wurde gelobt. Ich kenne nicht von Goethe. Meister Goethe besuchte uns und las uns den neuen Roman Leiden des jungen Werther. Uns flossen Tränen. Sprich für dich allein. Meine Augen waren trocken. Jede Minute in ihrer Nähe war für Werther entzückend. Aber Charlotte hat Albert geheiratet. Ja, und aus Liebeskummer hat sich der Dumme erschossen. Charlotte und Albert haben ihn begraben. Ein dummer Roman, gar nichts. Und aus irgendeinem Grund wurde ein Brief verfasst. Mir scheint, ich verstehe den jungen Werther. Ich werde den Roman lesen. Lesen Sie etwas Ihr eigenes. Lies deine Stanzen. Meine Musik- und Geigelehrer Wolfgang Amadeus Mozart. Wenn Worte verstummen und das Licht erlischt, führt mich die Wehklage der Geige zu dir. Bravo. Spielen Sie Geige? Mit 4 Jahren spiele ich Klavier und vor kurzem beherrschte ich Geige. Ich möchte Geige spielen. Mein Vater spielte Geige, hat einen Militärmarsch komponiert. Ja? Знаю, турки, нас и шведы, отправляемся в поход на сражение, на победу. Мне нравится Луиза. Но если женюсь, испорчу ей жизнь. Готов выбрать Вильгельмину. Наталья Алексеевна. Как вам будет угодно. Чем она вам не понравилась? Она будет мне лгать. Вы повторяете чье-то злословие? Нет. Помню урок дойти до сути. Я не понимаю. Не хотите объяснить? Вы выбрали невесту, не будем затягивать с венчанием. Это ваш выбор, государыня. Затягивать не будем.